Bloodsport. Nicht zu verwechseln mit Batchsport, obwohl es da ja auch auf den Zyklus ankommt, ist genau wie Karate, Tiger, Kickboxer und Co. ein absoluter Kultklopper der 80er Jahre und vereint nicht wenige Fans hinter sich. Welche der guten alten Canon-Zeit wie auch ich täglich mindestens 3 Minuten hinterher trauern. Im Skript steht Corona-Zeit. Naja, umso besser, dass es Fans wie Sean David gibt, welcher mit modernster Filmtechnologie etwas mehr geschissen bekommt, als ich hochkant beim Scheiße sein für Instagram zu filmen. Denn Überraschung, unser YouTube-Kollege, Link in der Beschreibung, hat es tatsächlich gewagt, dem Sparschwein die Handkante zu geben und einen Film im Stil der eingangs erwähnten Prachtprügler zu produzieren. Herausgekommen ist The Last Krümeltee. Verschenkte Chance, wie ich finde, ich hätte ihn ja Kumitee genannt. Intro. Hinweis gleich zu Beginn. The Last Kumitee ist ein Low-Budget-Projekt von Fans für Fans. Ich bin emotional korrumpiert und finde solche Unternehmungen generell geil. Daher gebe ich dem Video, wie bei David Brückners Rapunzels Fluch, jetzt im Mediabook Double Feature erhältlich, mal transparent das Label unbezahlte Werbung, um die Zielgruppe einzugrenzen. Wer also die eingangs erwähnten groben Knüppel mag und Independent-Trash etwas abgewinnen kann, willkommen. Come on in. Wer sich nicht angesprochen fühlt, ja, der kann trotzdem dranbleiben, am Ende gibt's Kuchen. Okay, ans Eingeweckte. The Last Kumitee ist für Karate-Fans wie Gummibärchen und Liebesperlen gleichzeitig zu fisten. Ein Film so oldschool Mortal Kombat, dass Frank Dukes bereits jetzt postmortem behauptet, er hätte ihn geschrieben. Ach, ist der tot? Keine Ahnung. Ein Roundhouse-Kick so knallhart wie Steven Seagals Bandscheiben, brutal wie ein Flachkörper in eine Rolle NATO-Draht, Chuck Norris guckt The Last Kumitee. Ist der Hype real? Ja, nun zumindest bei mir. Ich meine, guckt euch doch mal den Cast an. Raffaello, Michelangelo, Donatello, Leonardo. Ne, ohne Scheiß, da spielen echte Menge Coolstars mit. Es ist fast wie eine Selbsthilfegruppe für Dudes, die in ihrer Jugend von Van Damme gemobbt wurden. Und hey, wisst ihr nicht, wer das alles ist? Na, dann habt ihr einen Grund mehr, die Blu-ray zu kaufen und das Making-of zu gucken. Ohne Scheiß, der Streifen geht schon auf Papier steiler ab als mir einer bei einer Booty-Compilation und obendrauf kommen gar noch einige originaldeutsche Sprecher besagter Kung-Fu-Klassiker, was natürlich puren Nektar für die Ohren VHS und Videotheken geprägter Cineasten darstellt. Doch damit nicht genug, denn niemand Geringeres als Paul Herzog, also der Hofkapellmeister von Bloodsport höchst selbst komponierte, auch noch den Soundtrack zur Backenklatsche. Was wünscht man sich im hohen Alter also mehr, außer vielleicht 2 bis 3 Nierensteine weniger die Woche? Ja, ich baller die Dinger in die Keramik wie der Winterdienst Rollsplit auf dem Gehweg. Bei mir rauscht es nicht, bei mir knistert es beim Pissen. Wo war ich? Ach ja. The Last Kumitee, übrigens geschnitten von Oliver Harper, erscheint am 16. Mai 2024. Vertrieben von Cape Light auf DVD, auf Blu-ray, im Mediabook, im stilsicheren Steelbook, auf Kassette, Laser-CD, Vinyl und als Morsecode. Meine Hoffnung ist ja irgendwie noch eine Vintage-Version in 4:3 und VHS hässlich, aber erstmal habe ich mir nur das Mediabook vorgestellt, weil wegen die Extras. Und wenn ihr Sean Davids Projekt unterstützen wollt, könnt ihr es mir ja gleich tun. Der Amazon-Link ist in der Beschreibung. Käse bröselt grob bei Reibung, Oldschool Battle Rap. The Last Kumitee ist geil per Definition. Bei jedem Teil ihrer Meinung, reiß dir deinen Arm raus und hau dir mit deinem Armbart in die Schnauze. Für alle anderen gibt es nun Kuchen. Mmh, Kuchen. Michael, es ist soweit.